So, meine Damen und Herren. Das weiß ich genau. Sakito. Ah. Ist aber die Strecke von Suzuka. ...44 Gegner, 5 Runden. Jetzt nehmen wir mal Diesig. Ja, da weiß man, was auch das ist. Ja, 5 Runden reichen. Und dann starten wir mal. 3,34 Meilen, das müssten 5, irgendwas Kilometer sein. Aber mein Gott, guck mal, ob wir jetzt auf Meilen fahren und auf Kilometer, stört mich nicht, außer der Bordsteinschwalbe, der stört das schon. Ob es auf der Meile geht oder ob sie 5 Kilometer geflogen ist. Remember, mate, you need to focus on those lights and nail the stars. Let's stay safe and see if we can take some of these guys off the grid. Also man merkt schon, dass die Strecke das gleiche Layout hat, aber trotzdem an manchen Stellen anders aussieht vom Verlauf her. Da war ich fast mit am falschen Winkel angefahren. Ah, okay. Da wird die Hahnhalbe nicht mitgefahren. Und hier die Schikane, ist okay. Okay, das hätten die Schikanen auslassen kann, wusste ich. Aber die Hahnhalle auslassen, ist mir neu.
Ich muss nicht dran bangen, ob ich wirklich auf die 10-Minuten-Marke komme. Normalerweise wäre die nicht so lang, dieses Stück hier.
Ja, haben wir doch noch die 11 Minuten mal geknackt, weil es einmal so aussah, weil ich bei gerade mal um die 5-6 Minuten hatte und ich warte aber schon Runde 2-3. Und wenn manche sich jetzt fragen, ey, du spielst auf der Konsole, warum ist da ein Nvidia Aufsteller oder Schild rechts gratis in der Strecke gesehen worden? Aus dem Grund, wenn ihr hin und wieder mal Nvidia oder Intel liest, bei manchen Spielen vielleicht die Starten oder in Spielen drinne, meistens bei Rennspielen oder vorneweg, zum Beispiel bei das Sinking City war es ja auch, dass halt die Einblendung vorne war mit Nvidia, also dieses Nvidia-Logo, Physik bei Nvidia oder wie das hier heißt, ist aus dem Grund, zum Beispiel ist hier bei Project Cars, dieses Spiel wird zuerst von PC konzipiert ja, und entwickelt und für den PC rausgespart und wurde, glaube ich, erst mit ein, zwei Jahren Verspätung, glaube ich, für die Konsolen bearbeitet oder entwickelt und rausgehauen. Denn deswegen steht da halt, oder sind da halt Logos von Nvidia oder Intel größtenteils drin. Weil die haben auch sozusagen bezahlt dafür, dass die halt drin sein dürfen von den Logos, beziehungsweise die Entwickler haben an Nvidia und Intel gesagt, hier pass auf, wir geben so eine XY, wir möchten gerne eure Logos drin haben. Deswegen werdet ihr auch, ist das so, dass halt meistens Intel und Nvidia vertreten sind und nicht AMD-Logos etc. Auch wenn die Konsolen auf AMD-Basis aufgebaut sind, also Architektur von AMD, siehe AMD-Grafikkarten, AMD-CPU und AMD-RAM. Nur auf dem PC ist es ja anders, da haben wir entweder AMD und AMD oder AMD-Nvidia oder Intel und Nvidia. Aber nie ein System in eins. Ja, wir wissen, Intel und Nvidia hat die bessere Performance, was Leistung und Technik betrifft, als gegenüber AMD. Deswegen ist auch AMD in manchen Punkten günstiger. Das soll jetzt aber nicht so die Hauptrolle hier sein. Das ist aber nur so ein kleiner Nebenbei, warum wir es auf dem Konsolengame halt dort hin und wieder am Anfang Nvidia oder so wie jetzt hier am Plakat Nvidia gezeigt wird oder auch mal irgendwo als Banner, vielleicht auch bei Intel. Rein desbezüglich, weil die Spiele dementsprechend auch auf dem PC im Vorfeld entwickelt worden sind. Und das heißt noch lange nicht, auch für das Spiel für die Konsolen und für den PC, das heißt das noch lange nicht, dass ihr halt eine Intel CPU braucht oder eine Nvidia Grafikkarte. Ihr könnt das Spiel auch dementsprechend mit AMD CPUs und Grafikkarten spielen. Also seid ihr nicht verwechselt für die, die es neu zukommen, sagen, ey, du spielst auf einer PS4. PS4 hat doch AMD, warum ist da ein Nvidia Logo drin? Deshalb, das Spiel kommt zuerst für Konsolen kam für den PC oder wurde auf PCs entwickelt. Und wurde dann nachträglich halt für die Konsolen nochmal umgesetzt. Da haben sie halt dementsprechend das alles drin gelassen, weil sie ja dafür schon die Rechte gekauft hatten. Na klar, hätten sie anpassen können für die Konsolenversion, okay, wir machen da jetzt anstatt das Nvidia-Logo das AMD-Logo rein. Aber das ist die Sache der Entwickler, nicht unsere Sache. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Somit wird erstmal Project Cars erstmal sozusagen wieder eingestellt. Ja, also ich habe jetzt mehr als 5 Videos gemacht, obwohl ich eigentlich nur 5 machen wollte. Falls ich irgendwann mal auf die Idee komme, die Karriere zu starten, werden natürlich Videos der Karriere folgen. Ich werde, wie gesagt, wenn, dann werde ich aber auch nicht alle Videos der Karriere machen, sondern nur ein paar Videos oder so der Karriere. Eher würde ich dann wahrscheinlich, wir gehen hier auf Einzelspieler und gibt es ja noch durchsuchen, erstellen, Stelle Auswahl oder Zeitfahren, Fahrernetz. Und glaube, Fahrernetzwerk ist, glaube ich, denn. Come back here often to see what community events are currently being run. Enter and make it into the top contenders for bragging rights and potential prizes. Kommt öfters hierher zurück, um zu. Okay. Ich dachte jetzt, weil der Umschied Fahrernetzwerk, dachte ich jetzt, dass man, wenn man 2 Konsolen in einem Netzwerk hat, sozusagen als das vorherige Splitscreen, dann ist es praktisch
Weiß ich auch nicht, was ist. Okay, da steht dann noch drunter E-Sports. Ist das nochmal eine E-Sports-Gedönst? Und hier ist nach Suche nach Add-ons. Habe ich ja schon alle. Wie gesagt, falls noch irgendwelche Videos kommen, ob jetzt Einzelspieler, freies Training oder was auch immer, werde ich welche nachreichen. Wenn ich die Karriere starten sollte, kommen bei der Karriere nur vereinzelte Folgen, nicht alle. Nicht so wie bei Glut, da habe ich ja die gesamte Karriere gemacht. Von oben bis nach unten durch. Das wird hier bei Project Cast nicht der Fall sein. Auch wenn ich jetzt, muss ich dazu sagen, wie gesagt, ich habe jetzt hier gespielt Project Cast, die Game of the Year Edition, das heißt das Spiel mit allen DLCs. Auch wenn ich am vorhin gesagt hatte, warum ist die Nordschleife mit drinne? Weil die konnte man ja extra kaufen. Kann auch sein, dass das in Project Cast 2 so ist, dass dort die Nordschleife drin war und zusätzlich kaufen musste, die nicht im Season Pass beinhaltet, aber ich glaube, das war hier im ersten Teil. Aber wie gesagt, Nordschleife ist drinne. Wie gesagt, ihr wisst, dass wenn noch Videos kommen sollten, kommen sie. Speziell die Karriere, die wird dann aber nicht komplett gemacht. Wenn welche kommen, dann kommen nur vereinzelte Videos. Oder sonstige Videos werden dann einfach dementsprechend, wenn welche kommen, hinten reingefügt. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Project Cars 1 ist sozusagen erstmal an ACTA gelegt und wir werden uns dann beim nächsten Mal uns um Project Cars 2 kümmern. Dann wird das dann auch so machen wie hier, dass ich halt alle F1-Strecken, die hier denn in Project Cars verbaut sind, als Vorlage für die Videos nehmen. In der Hoffnung, dass wir bei 5 Videos nachher landen, vielleicht auch ein bisschen mehr, so wie hier auch. Also wollte ich noch eins gucken. Okay, die Hanal ist. Haben sie hier mit Absicht nicht reingebaut. Okay. Okay. Dachte, ich hätte schon die falsche Strecke, weil die Hanal ist allgemein da nicht mit drin, aber okay, passt schon. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Proton Cars 1 ist soweit erstmal durch. Und wie gesagt, wir werden uns dann bei Project Cast 2 wiedersehen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.